Willkommen zum Review zur Moviepark Studio Tour im Moviepark Germany in Bottrop. Die neue Achterbahn hat Ende Juni 2021 im Moviepark geöffnet und es ist ein Multi-Dimension Coaster von Intermin. Das heißt, sie hat mehrere Effektschienen, zwei Katapultstarts, befindet sich weitgehend indoor in einer Halle, aber es gibt ebenfalls nach dem zweiten Launch einen Outdoor-Part, der einmal über die Warteschlange führt. In der Halle von Moviepark Studios hat sich bis 2016 der Ice Age Adventure Dark Ride befunden, daraufhin gab es ein paar Jahre eine Maze in dem Gebäude und jetzt für die Saison 2021 wurde eine komplett neue Achterbahn dort integriert. Es handelt sich hierbei um eine Mischung aus Dark Ride und Familienachterbahn. Moviepark Studios ist definitiv familienfreundlicher als Van Helsing, die andere Indoor-Achterbahn des Parks, und kann deswegen auch bereits ab einer Körpergröße von 1,10 Meter gefahren werden, obwohl es sogar zwei Katapultstarts gibt. Die Bahn soll durch die geringe Intensität für jeden geeignet sein, aber durch das sehr umfangreiche Theming ist in der Fahrt trotzdem sehr spannend. Die gesamte Achterbahn ist in einem fiktionellen Filmstudio gestaltet. Wir haben das große Eingangsportal, was natürlich an Hollywood erinnert, welches von außen ebenfalls sehr gut aussieht. Manche Teile von der alten Halle wurden wiederverwendet, aber es wurde ebenfalls ein Wasserturm integriert, ein paar Parkplätze mit klassischen Autos, ein Wohnanhänger. Die Fassade vom Gebäude ist ebenfalls ganz nett und wertet den Parkteil auf jeden Fall sehr auf. Die Bahn befindet sich im Dreieck zwischen Dora, der Wildwasserbahn, dem Splash Battle und ebenfalls dem Rafting Excalibur, ist aber dem gesamten Bereich nicht zuzuordnen und als eigenständige Attraktion gedacht. Der Intermin Coaster ist 532 Meter lang, maximal 60 km/h schnell, Fahrzeit von 2 Minuten, zwei Katapultstarts mit Reibräder, ebenfalls ein Rückwärtspart, ein Switch-Track, ein Drehteller, also auf jeden Fall richtig viele Effektschienen, aber trotz der Katapultstarts und 60 km/h für eine Familienachterbahn trotzdem ziemlich ordentlicher Geschwindigkeit, definitiv für jeden geeignet, nicht gruselig, nicht so intensiv, also die Bahn kann auf jeden Fall von sehr vielen Leuten erlebt werden. Unter dem großen Portal geht es dann in den Eingang, auf der linken Seite gibt es ebenfalls einen Testsitz und im Autobereich, aber trotzdem überdacht, ist dann zunächst die Zickzack-Warteschlange, welche aber vor allem wegen den Mindestabständen kaum ausgereicht hat. Das heißt, hätte vielleicht ein bisschen mehr Warteschlange nötig sein müssen und während meiner drei Fahrten haben die Leute immer aus dem Portal rausgestanden, aber es war auch erst ein paar Tage nach der Eröffnung am Eröffnungswochenende. Das heißt, es wird sich auf jeden Fall in Zukunft sicherlich noch ein bisschen legen und vor allem dann auch mehr, wenn der Indoor-Wartebereich normal verwendet werden kann. Die Warteschlange ist nicht stark thematisiert, aber zumindest sieht man immer die Züge, die aus der Halle rauskommen. Deswegen ist es auf jeden Fall ganz nett. Und die Abfertigung während meines Besuches war in Ordnung. Die Bahn hat normalerweise 3 Züge, es wurde aber nur mit 2 gefahren. Aber trotzdem ist man immer ein ganz gutes Stück gerückt. Von den Mitarbeitern werden daraufhin immer eine bestimmte Anzahl von Personen in den Indoor-Wartebereich gelassen. Es geht dann zunächst nach links, es gibt dort normalerweise eine größere Pre-Show, welche aber während meines Besuches nicht verwendet wurde, hat immer in Dauerschleife gespielt, aber man konnte immer einfach durchlaufen. In der Pre-Show wird kurz in die Story der Bahn eingeleitet. Es geht grob darum, dass mehrere Filme gleichzeitig gedreht werden und man das Maskottchen der Bahn eine Filmklappe ebenfalls begleitet und der Pre-Show mit dem Screen ist ebenfalls eine Person sichtbar. Aber normalerweise, wenn es ganz normal betrieben wird, wird immer eine bestimmte Anzahl in den Raum gelassen, welche sich dann die Pre-Show einmal anschaut. Es gibt mehrere Türen mit semi-transparenten Fenstern, wohinter die fiktiven Mitarbeiter von den Filmstudio Moviepark Studios verschiedene Aufgaben erledigen. Sieht auf jeden Fall echt gut aus. Den gleichen Effekt gibt es während der Fahrt auch nochmal. Und dann gibt es auf der rechten Seite nochmal einen großen Raum, wo man durch ein Fenster reinschauen kann. Es sind Modelle von Attraktionen des Parks drin, unter anderem Van Helsing und Area 51. Dann außerdem noch richtig viele Requisiten, ein alter Parkplan von den Warner Brothers Zeiten und vieles mehr. Also ist auf jeden Fall echt super geworden. Es geht daraufhin geradeaus weiter, eine Treppe nach oben und man kommt zur Station. Ein Mitarbeiter lässt daraufhin immer 12 Leute weiter, die auch in einen Zug passen. Wir haben insgesamt 2 Wagen, 12 Personen, insgesamt 6 Personen pro Zug. Erinnert auf jeden Fall sehr stark an die anderen Intermin Multidimension Coaster Züge, zum Beispiel Objective Mars. Aber hier sind nur 2 Wagen aneinander gekoppelt, 3 Reihen pro Wagen und ebenfalls können sich diese hier nicht drehen. Auf der linken Seite kann man dann zunächst sein Gepäck verstauen und sich daraufhin für eine der freien Reihen entscheiden. Das Gepäck wird daraufhin von der anderen Seite später wieder rausgenommen, das heißt ein gutes System und man muss nicht erst einmal durch den Wagen gehen, um dort seine Rucksäcke und so weiter zu lassen, fördert die Abfertigung und die Kapazität auf jeden Fall. Je nachdem mit wie vielen Zügen die Bahn fährt, kann man direkt einsteigen oder muss noch kurz warten, aber das Design der Station gefällt mir richtig gut, sehr schön gestaltet, ist dem Park auf jeden Fall sehr gelungen. Man steigt ein, es gibt Lapbars, die Züge sind vom Aussehen in Ordnung, aber ich kann verstehen, wenn viele nicht die größten Fans davon sind, ist natürlich an den klassischen Studio-Tourbussen orientiert. Beinfreiheit ist in Ordnung, aber für größere könnte es vielleicht ein bisschen eng werden, aber trotzdem weitgehend echt nette Züge. Abfertigung daraufhin ist sehr gut, werden kurz die Bügel kontrolliert und daraufhin gibt es ebenfalls einen Starteffekt,
Das heißt, es wird von 3, 2, 1 runtergezählt und dann geht vorher ebenfalls so ein Vorhang auf, Lichteffekte und man fährt aus der Station raus. So Starteffekte gefallen mir immer sehr und hat der Park hier auch sehr gut umgesetzt. Es folgt dann zunächst ein ebenerdiger Dark Ride Part, man fährt relativ schnell durch, an den Seiten wieder Fenster hinter Türen, wo Leute die Schatten davon bestimmte Aufgaben erledigen, ist auf jeden Fall cool gemacht. Ebenfalls gibt es dann den ersten Effekt, und zwar sind auf der Strecke Reibräder, welche den Zug immer kurz stoppen und wieder anschieben, ist auf jeden Fall ein interessanter Effekt, immer kurz abgebremst zu werden, daraufhin wieder zu beschleunigen, kenne ich in der Art auf jeden Fall von keiner Achterbahn, aber ist auf jeden Fall ganz nett, dass hier schon mal ein bisschen mit Effekten gearbeitet wird, ob es unbedingt notwendig ist, kann man sich drüber streiten. Auf den Außenseiten gibt es ebenfalls so viele Filmrollen, welche ebenfalls ein bisschen wackeln. Der Park wird vielleicht ein bisschen schnell durchfahren, wie bei vielen anderen Dark Ride Parts des Rides ebenfalls. Aber das Theming hier gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Die Schiene geht normalerweise geradeaus weiter, aber es taucht auch die Filmklappe auf mit den angeblichen Abkürzungen, biegt rechts ab und fährt daraufhin über eine Weiche in ein Set, wo die Strecke endet. Die Gestaltung in dieser Szene ist wirklich super, eine der besten der Fahrt auf jeden Fall. Auf der rechten Seite ist ebenfalls ein Ofen, wo die Hitze spürt und daraufhin kommt ein Tornado. Sieht man durch die Fenster, wo Bildschirme hinten dran sind an den Seiten und daraufhin wird das Dach abgedeckt. Man bekommt vorher kaum richtig mit, dass es sich dabei um den Bildschirm handelt und es wird hier ebenfalls mit Windmaschinen gearbeitet. Ist auf jeden Fall echt eine coole Szene. Daraufhin geht es den ersten Launch rückwärts mit Reibrädern. Auf jeden Fall für eine Familienachterbahn echt gut intensiv, jetzt nicht übertrieben stark. Es ist jetzt kein Gerstlauer LSM Launch, aber trotzdem für eine Familienachterbahn ganz nett. Man fährt dann rückwärts durch eine 180-Grad-Kurve. An der Decke hängen viele verschiedene Objekte, eine Kuh, ein Stuhl und so weiter, welche nach und nach angeleuchtet werden, um diesen Tornado zu simulieren. Die Ausfahrt aus der Kurve ist sogar ganz nett. Es gibt einen kleinen Hügel und daraufhin fährt man rückwärts auf den Drehteller. Also dieser Teil der Strecke ist auf jeden Fall relativ kurz gehalten. Wir haben wieder sehr viele Requisiten mit unzähligen Easter Eggs. Da steht ein Dino, der Vorderteil von der U-Bahn. Muss man sich wirklich selber anschauen. Während jeder Fahrt entdeckt man da was Neues. Und dann befindet man sich auf dem Drehteller, dort schließt ebenfalls das Abstellgleis an, aber man dreht sich dann erstmal ein ganzes Stück mit echt einer guten Geschwindigkeit, mit echt Spaß und man sieht dort ebenfalls ein paar Bildschirme, wo ein Animatronic sitzt und der Regisseur wird dann ebenfalls eingeblendet und will die Fahrgäste als Komparsen am Set vom nächsten Film haben. Man fährt vorwärts weiter, es geht einmal durch die Fassade von New York City, wieder relativ schnell durchfahren, aber von der Gestaltung her super, also die Gebäudefassaden sehen toll aus, links das Auto und so weiter, was steht, toll gemacht. Aber dass teilweise einfach nur ein Bild von New York, von der Brooklyn Bridge als Hintergrund verwendet wird, der Greenscreen noch dasteht, hätte man vielleicht das Ganze ein bisschen besser umsetzen können. Natürlich ist das ganze Thema, dass es einfach Sets sind, Filmsets, der Studio-Tour, hat der Park schon ganz schlau gemacht, womit man dann viele verschiedene Details erklären kann, dass nicht alles vollkommen thematisiert ist. Aber trotzdem, auch wenn dieses Set super aussieht, diese Szene, hätte man da vielleicht noch ein bisschen mehr erweitern können. Man fährt durch eine Kurve und daraufhin folgt der nächste Reibradkatapultstart, 60 km/h Spitze, diesmal vorwärts. Auf der linken Seite ebenfalls noch ein Auto, was wird dann beschleunigt. Ist auf jeden Fall echt cool umgesetzt. Erinnert natürlich ein bisschen an Cop Car Chase, an dieses eine Auto, was teilweise einmal brennt, über einen geflogen ist. Ein Effekt, der fast nie funktioniert hat. Und dann beschleunigt man nach vorne, auf jeden Fall wieder eine relativ gute Intensität. Also Intamin Reibrad Launch ist nicht zu verachten. Relativ dunkel dann am Ende, ebenfalls taucht vor der Kurve ebenfalls ein paar Scheinwerfer auf, ganz cooler Effekt. Der gesamte Part könnte vielleicht ein bisschen mehr thematisiert werden, wirkt aber in echt auf jeden Fall besser als auf dem On-Ride. Es geht in der Linkskurve nach oben, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen wenig los. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr Gestaltung hinkommt. Auf jeden Fall einer der schwächsten Part der Strecke von der Gestaltung her. Und daraufhin fährt man nach draußen, aus der Halle raus. Es gibt hier ebenfalls einen kleinen Nebeleffekt und dann einmal einen großen Hügel. Man ist sehr langsam, also Airtime muss man nicht erwarten. Eine Linkskurve, noch ein weiterer kleiner Hügel, einmal über das Eingangsportal drüber. Wirkt von außen natürlich super, so wissen alle Besucher im Voraus bereits, dass es sich dabei um eine Achterbahn handelt. Bei Van Helsing ist es jetzt zum Beispiel nicht ganz so offensichtlich. Und dann gibt es noch einen Boden an Richtungswechsel in der Linkskurve. Alles wirklich sehr familienfreundlich, aber trotzdem ganz nett gemacht. Man fährt unter den Wasserturm durch und die Bahn ist sogar, würde ich sagen, relativ hoch für eine Familienachterbahn. Aber trotzdem, da man fast gefühlt immer ein Wallback hat, ist die Intensität sehr gering. Es tropft ebenfalls so ein bisschen Wasser runter, wo man sogar ein paar Tropfen abbekommt. Man wird nicht gesaugt oder ähnliches. Ist aber trotzdem ganz cool, wenn man dann bodennah unter dem Wasserturm durchfährt. Es geht zurück in die Halle, ein paar Fassaden, ist halt ziemlich dunkel. So viel sieht man da nicht, könnte vielleicht ein bisschen aufgebessert werden. Es folgt eine Rechtskurve entlang von der Fassade, welche angeleuchtet ist, wo so ein paar Feuerwerke gemacht sind. Aber trotzdem eine der eher schwächeren Szenen von die, die stärker thematisiert sind. Wirkt aber trotzdem während der Fahrt ganz gut. Und es folgt eine Linkshelix als Abschluss und der meiner Meinung nach besten Szenen der gesamten Fahrt. Und zwar beim großen King Kong, der an einem Turm hängt. Als Animatronic sieht wirklich echt toll aus.
ist jetzt natürlich kein Universal-Animatronic, aber man fährt so schnell vorbei, dass man kaum Zeit hat, ihn zu sehen. Hätte ich hier sogar nichts gegen, wenn man ein bisschen langsamer unterwegs wäre. Sieht aber wirklich echt gut aus, super Finale und wurde toll umgesetzt. Der Zug fährt daraufhin durch ein kaputtes Werbeplakat, einen kleinen Tipp nach oben und man ist in der Schlussbremse. Links und rechts ein paar Türen und im Hintergrund ein großer Screen, wo man Aufnahmen davon sieht, wie der Soundtrack von Moviepark Studios kombiniert wurde, dass man als am Ende nochmal durch das Sounddepartment fährt und dann folgt eine Linkskurve und man ist zurück in der Station. Die Fahrt ist auf jeden Fall wirklich tatsächlich nicht sehr lang, 2 Minuten, aber viele Teile der Strecke werden wirklich sehr schnell durchfahren, hätte ich wirklich nichts gegen, vor allem am Anfang und ebenfalls bei der New York Häuserfassade, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, sich das Ganze anzuschauen. Aber dadurch lohnt sich Wiederholungsfahrt natürlich noch mehr und mit 3 Zügen, wenn es alles befahren wird, kann natürlich eine bessere Kapazität erreicht werden. In der letzten Szene bei 2 Zügen ist man immer direkt in die Station gefahren, hat also gar nicht mehr alles gesehen, aber sonst taucht dort ebenfalls, wenn man kurz dort warten muss, nochmal die Filmklappe auf als Finale, um das Ganze abzurunden. Und es geht dann eine Treppe nach unten und man kann dann zum Ausgang laufen, welcher mit ein paar Artworks gestaltet ist, aber sonst nicht so stark thematisiert. Man läuft aus neben der Bahn entlang und es geht nochmal durch den Shop, welcher auch ebenfalls von Excalibur nebenan verwendet wird. Die Moviepark Studio Tour ist auf jeden Fall echt eine gute Mischung aus Achterbahn und ebenfalls Dark Ride Segmenten. Die Sachen, die gestaltet sind, gefallen mir super. Die erste Szene ist verdammt cool mit den Effekten und so weiter und ebenfalls die King Kong Szene am Ende, sonst auch der Teil beim Drehteller und die New York Häuserfassade sind wirklich verdammt gut thematisiert, auch wenn es beim New York Teil vielleicht noch ein bisschen Platz nach oben gegeben hätte. Sonst gibt es leider immer ein paar Parts der Strecke, welche kaum thematisiert sind, zum Beispiel die Auswahl nach dem zweiten Launch. Natürlich soll das Ganze als Filmstudio gestaltet sein, aber trotzdem wäre mehr drin gewesen. Auch beim Rückwärtslaunch, beim ersten, kann man nach rechts einmal die Einfahrt in die Halle wieder sehen, was nicht so optimal ist, dass so viel Licht reinkommt. Vielleicht können wir da noch ein bisschen mehr Abtrennung schaffen, aber ich finde es auf jeden Fall cool, wenn der Park die Gestaltung in der nächsten Off-Season noch ein bisschen verändern würde, um diese aufzuwerten. Trotzdem vom Theming her auf einem sehr hohen Level, vor allem für die Möglichkeiten, die der Moviepark mit dem begrenzten Budget zur Verfügung hatte. Der Rückwärtspart ist natürlich relativ kurz, der zweite Part ein bisschen länger, aber ist auf jeden Fall von der Fahrzeit her in Ordnung. Wie gesagt, manche Parts können gerne langsamer sein, um die Sets mehr zu genießen. Da fährt man aber echt ein super Pacing, jetzt auf die gesamte Zeit bezogen, nicht auf die Fahrstrecke an sich. Der Autopart am Anfang ist wirklich langsam durchfahren, aber die Launches haben mich beide sehr positiv überrascht. Definitiv der intensivste Teil der Strecke. Ich habe auch mal die Kräfte gemessen, also 0,4 war minimal, 2,3 ungefähr maximal. Also wirklich für jeden aushaltbar, nichts Intensives, darf man nicht erwarten. Da muss man nebenan zu Highfall oder Star Trek und so weiter gehen. Aber hier wollte man einfach eine Fahrt für die gesamte Familie schaffen und das ist auf jeden Fall gelungen. Ich weiß nicht, ob ich den richtigen Dark World lieber gesehen hätte, aber dieser hier zieht auf jeden Fall deutlich mehr Leute an, die Mischung aus beiden, da viele sich natürlich lieber eine neue Achterbahn wünschen als einen Dark Ride. Und sonst hoffe ich auf jeden Fall, dass die gesamten Effekte auch in Zukunft weiter funktionieren werden. Ein paar Tage nach Eröffnung kann man das natürlich noch nicht beurteilen, aber wir haben drin kurz Nebeleffekt beim Drehteller, dann einmal der Nebeleffekt, wenn man rausfährt, die Autos, den Drehteller an sich, die erste Szene mit dem Tornado, da ist auf jeden Fall eine Menge dabei. Hoffen wir, dass das Ganze in Zukunft beibehalten wird. Sonst ein paar Stellen, die ich verbessern würde. Ich habe ja schon die Auswahl beim zweiten Launch erwähnt. Die Einfahrt nach dem Outdoor-Part vielleicht ebenfalls ein bisschen. Und vielleicht ebenfalls bei der Häuserfassade von New York. Aber sonst ebenfalls von den thematisierten Parts. Vielleicht sogar wirklich die Tornado-Szene, also die rückwärts sich fahrende Kurve. Die Tornado-Szene vom Launch ist super. Gefällt mir richtig gut. Hätte ich so nicht erwartet. Aber dann der Rückwärtspart, wenn nur die paar Sachen an der Decke angeleuchtet werden, hätte man vielleicht mit Animation, mit Effekten mehr arbeiten können, dass auf der linken Seite, wenn man eh schon eine Kurve fährt, so angedeutet wird, dass dort ebenfalls gerade ein Tornado ist oder mit Lichteffekten oder weiteren Windeffekten, hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können, wurde aber trotzdem für die Mittel, die der Park hatte, echt nicht schlecht gemacht. Dazu kommt auf jeden Fall echt eine gute Q-Line, der Indoor-Part gefällt mir richtig gut, zusammen mit Star Trek definitiv meiner Meinung nach die beste im Park und auch sonst der Anfang, der Dark Ride-Part, bisschen schnell durchfahren, aber es passiert eine Menge. Es wird einem definitiv die ganze Zeit nicht langweilig. Die Effekte sind teilweise besser als erwartet, muss ich so sagen. Die Filmklappe auf Dauer vielleicht ein bisschen nervig mit der hohen Stimme, aber kommt man auf jeden Fall mit klar. Von Effektschienen her hätte man vielleicht ein bisschen mehr machen können, also natürlich der Rückwärtsdeutsch am Anfang und vor allem diese Stop-and-Go-Section, ein richtiger Name dafür wäre echt praktisch, ist natürlich was Besonderes. Aber sonst der Drehteller, der Sinn davon ist es nicht unbedingt in der Story mit drinne, einfach nur um die Richtung zu ändern. Er ist relativ schnell,
aber wenn dieser sich auf einer Motion Base befunden hätte, wäre es vielleicht auch in der Aufwertung. Und zum Beispiel bei der Tornado-Szene hätte man auch echt super einen Drop-Track integrieren können. Wäre einzigartig in Deutschland gewesen. Ich weiß aber nicht, er hätte wahrscheinlich die Größenbegrenzung ein bisschen höher ausfallen müssen. Hätte man aber trotzdem sicherlich ganz cool integrieren können. Die letzte Szene wäre der Fahrt auf jeden Fall ein Highlight. Auch dass es diesen Hitzeeffekt am Anfang gibt, echt ganz nett gemacht. Mir persönlich gefällt die Fahrt auf jeden Fall vorne ein bisschen besser. Ich hatte eine Fahrt in der letzten Reihe, zwei Fahrten in der Front Row. Und in der ersten Reihe bekommt man natürlich noch ein bisschen mehr mit. Aber trotzdem überall eine gute Sicht. Theming ist überall um einen herum. Aber ich kann eher empfehlen, vorne zu fahren. Da auch vielleicht ein Tipp, falls man zu zweit ist und relativ weit vorne in der Schlange ist, kann man es so machen, dass einer die Rucksäcke links wegbringt und der andere sich schon mal für die erste Reihe oder die Reihe, wo man hin will, anstellt. Dadurch ist es ein bisschen besser, weil die meisten Leute zu zweit erstmal ihre Taschen wegbringen und sich danach erst eine Reihe aussuchen. Also je nachdem, wie viele Leute vor euch sind, wenn die 12 Personen reingelassen werden, muss man damit auf jeden Fall gucken. Ich war am Eröffnungswochenende da, deswegen ist es auf jeden Fall nicht mehr vergleichbar, aber trotzdem, da viele immer wissen wollen, wie die Wartezeiten waren. Ich bin wie gesagt dreimal gefahren, für die erste Fahrt habe ich ca. 50 Minuten gewartet, da hat sich das Ganze aber komplett aus der Bahn rausgestaut, bis rüber zu Jimmy Newton und der SFC, es war so ca. 20 Minuten, nachdem die Bahn dann offen hatte. Für die zweite Fahrt ca. 30 Minuten gewartet, mitten am Tag, und für die dritte Fahrt dann nochmal so 25 Minuten, das war relativ am Ende des Tages, eine der letzten Fahrten, die es gab. Also kann man grob sagen, wenn der Wartebereich hinter dem Portal voll ist, mit zwei Zügen vielleicht so 25 Minuten grob, mit drei Zügen so um die 20 wahrscheinlich, so ganz grob gesagt 20 bis 30 auf jeden Fall. Dadurch ist der Indoor-Part nicht komplett genutzt, wird nicht abschrecken lassen, auch wenn man raus ansteht, ist meistens unter einer Stunde und sonst im Laufe des Tages war die Wartezeit wirklich jetzt nicht übertrieben hoch, da die Abfertigungen auf jeden Fall in Ordnung waren. Und mit allen drei Zügen schafft die Bahn normalerweise eine Kapazität von 900 Personen pro Stunde, also auf jeden Fall in Ordnung. Aber ich würde sagen, 50 Minuten für die erste Fahrt eine Neuheit, die anderen um die 30, ist auf jeden Fall echt super fürs Öffnungswochenende, da kann man sich nicht beschweren. Dass der Coaster komplett smooth fährt, muss ich glaube ich nicht sagen, die Streckenparts sind nicht intensiv, die erste Kurve von den Achterbahnparts wahrscheinlich auch am meisten, sonst vielleicht die letzte Helix. Aber trotzdem erwartet ihr einfach keine große Achterbahn, das darf man nicht. Es ist eher ein Dark Ride und das Theming ist super in den meisten Fällen. Und dann kann man die Fahrt auch genießen, macht eine Menge Spaß. Und der Park hat ja auch noch andere Sachen zu bieten. Die Bahn ist definitiv alles andere als perfekt. Ich habe viele Kritikpunkte genannt, aber trotzdem eine sehr gute Erweiterung für den Park. Vor allem nach der Corona-Saison. Super, dass der Park sowas eröffnet hat. Mir gefällt die Bahn auf jeden Fall. Alle drei Fahrten haben sehr Spaß gemacht. Lädt auf jeden Fall zu Wiederholungsfahrten ein. Und ich kann sehr empfehlen, den Moviepark zu besuchen und die Moviepark Studio Tour in Moviepark Studios selber zu testen. Schreibt mir jetzt sehr gerne in die Kommentare, wie euch die Bahn gefällt. Würde mich sehr interessieren, ob ihr schon gefahren seid. Und falls euch das gesamte Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und den Kanal zu unterstützen, würde sehr weiterhelfen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.